Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Abzu oder Abzu oder wie auch immer. Mal gucken, ich will, wir tauchen jetzt auf jeden Fall mal auf den Grund, weil mich würde es ja nicht wundern, wenn hier noch unten irgendwas ist. Poggy, das ist tief runter. Hallo, was seid ihr denn? Ach, das sind doch die hatten wir eben auch schon. Okay, irgendwie glaube ich gar nicht, dass es hier so weit runter geht, wie ich will. Weil, doch, da unten ist was. Ach, warte, auf einmal gibt es auch wieder Licht hier. Aha. Ne, was, warum drehe ich den plötzlich so zur Seite? Was stimmt denn mit mir nicht? Ja, hier, den will ich haben, auf jeden Fall. Ich frage mich, gut, ich sammle sie halt ein, ne? Aber wofür? Das werden wir vermutlich am Ende erfahren, was denn da mit uns passiert. Guck mal, schon mal an, so eine eingestürzte Wolke nochmal. Das Einzige, was ich halt ein bisschen gemein fand, war dieser Nautilus da im Strudel. Das war ein bisschen doof. Sonst... Fuchshai! Ach was. Na, Füchse, Pilze, haben wir es ja. Die suchen wir gleich mal. Die Fuchshaie. Aber ansonsten habe ich so das Gefühl, dass ich bisher alles gefunden habe. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht ansatzweise. Okay, hier geht's nicht weiter. Da dreht mein Schar automatisch um. Da ist der Fuchshai auch schon, oder? Das sieht immer komisch aus, ne? So knöchern, so irgendwie. Mal gucken, ich will hier kein Nautilus auslassen. Ah ja, okay. Es fungiert auch als größeres Radar hier. Habe ich ja lange gebraucht, das zu merken. Das ist aber kein Fuchshai, so ein Wali, oder nicht? Riesenhai. Hallo. Wo kommst du denn her? Warst du vorhin auch schon da? Okay, kann man mit dir irgendwo hinschwimmen? Vielleicht mal nach unten hier. Das wäre interessant. Kannst du auch schneller? Ja, kann er sogar. Ja, komm, wir lassen den auch mal in Ruhe fressen. Dann gehen wir nochmal hier hin. Ich möchte halt nach Möglichkeit nichts übersehen. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass hier unten jetzt wirklich nichts mehr ist. Na toll, jetzt lässt du mich hier nicht mehr weiter. Bis zur Wand bin ich gekommen. Dazu kommt, dass ich noch so einen komischen Fleck auf dem Monitor habe. Und nee, okay, ich glaube, hier unten ist nichts mehr. Dann gehen wir mal nach oben. Wir haben da ja was zu tun hier. Was? Psst, spoiler nicht unsere armen Welt? Dann will ich mal lieber nicht gucken, oder? Das ist Bremen nach der globalen Erderwärmung. Okay, alles klar. So viel zu Spoiler. Ah, Mann, ihr seid mir schon welche hier. Unglaublich. Ich frage mich mal, meine Flossen immer so aufgeladen sind, dass ich diesen Megaschub kriege. Man hat ja keine Anzeige. Also, ich habe ihn jetzt gerade nicht. Das würde mich mal interessieren, wann es denn immer soweit ist. Tonk. Nicht schon wieder. Na, ah, ich ging nicht.
Der hat mich nicht reingelassen. Oh, ich wollte da hinterher. Ich lasse doch meine Sonne nicht alleine hier. Ja, aber es muss wohl so sein. Schwimmen wir mal. Ah, oh, da bin ich schon vorbei. Ich bin jetzt schon reingeschwommen, Skarafas. Er schreibt gerade, schwimmen wir Hai ins Maul. Auf die Idee hätte ich eigentlich auch kommen können, ne? Ja, nee, jetzt zu spät. Bin schon im nächsten Level gerade. Valkyrie TV. Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu Valkyrie TV. So sieht's aus. Ach, die Ankerkette kommt da aus dem Nichts, oder wie? Okay. Es glitzert. Glitzer ist schon mal gut. Oh, okay. Auch wieder ein Tor, aber hier sieht es viel freundlicher aus. Aber da müssen wir ein Foto von machen. Oh, hier haben wir aber viele Statuen. Oh, hier gibt es aber viel zu gucken. Sag mal, könnte ich mal erstmal freipusten hier? Ach, das sind die mit dem Kaffeebecher. Die sind das. Hier müsste es drei von den Nautilenlussen geben. Würde ich sagen. Na, da unten ist schon mal irgendwas, was da leuchtet. Und, was ist denn hier mit... Lass mich doch mal... Kann man da rein? Nee. Sieht nicht so aus, als würde das gehen. Ach, guck mal. Da schau ja. Jetzt habt doch keine Angst. Moment. Das hat eben so geflackert. Ja, vielleicht auch eine optische Täuschung. Ich glaube jetzt gar nicht, dass hier so ein Nautilus rumliegt. Gerade. Aber sieht toll aus hier. Mal andere Farben. Es wird Herbst unter Wasser. Da vorne ist doch was. Bringen wir mal ein bisschen Leben ins Spiel. Eulenrochen. Okay. So schön, so schauen die aus. Okay. Welts kleine Fischkunde, würde ich sagen, heute. Aber jetzt hätte ich mal ganz gerne wirklich mal die schnellen Flossen. Ja, ich möchte halt nichts übersehen. Dann waren wir eben, wo es schon leuchtet. Ja. Okay, die brauchen wir ja eh. Das ist hier mein alter neuer Freund hier. Hallo Giranta, ja, ich bin im Kaffeewasser unterwegs. Genau, wir tauchen im Kaffeesatz. So sieht's aus.
Was ist das denn hier für ein Fisch? Adlerrochen. Also der hat doch überhaupt nichts Röchiges. Oder Rochiges. Aber gar nicht. Oh, hier da oben geht's weiter. Da müssen wir unbedingt mal hingucken. Also hier habe ich ganz stark den Verdacht, dass ich irgendetwas fett übersehen könnte, was irgendwie wichtig sein würde. Also wenn nicht hier, wo dann? Ne? Weil hier ist ja so viel zu sehen. Von da drüben bin ich gekommen, kann das sein? Wegen der Ankerkette. Ja, von da bin ich gekommen. Dann... Ach, da schau her. Brauchen wir zwei. Ein Mondfisch. Okay. Ja, Mondfisch habe ich schon mal gehört. Weil ein Rochen ist auch immer flach und schwimmt nicht. Das ist ja. Das wäre ein Hochkantrochen gewesen. Der ist auch flach, aber in die falsche Richtung halt. Guck mal, Schatz, ich habe abgenommen. Ja, aber es sieht irgendwie komisch aus. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Bogenstirnhammerhai. Hammerhaie sind auch cool. Ah ja. Ah, okay. Gut, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Mal kurz gucken nur, was es hier so gibt. Wahoo. Mondfisch. So. Seidenhai. Ich wollte sagen, du hast irgendwie gar keine Textur, ne? Sieht so seidig aus. Oh, was? Ah, na, eine. Oh, gib mir die Seku. Ich. What the fuck? Wo ist das denn? Ach so. Meeresschnecke. Ja, jetzt bitte nicht jeder einzeln. Wir wissen, dass hier viele Fische drin sind. Gib mir, ich will die Seku. Seku, ich will ein Foto von der... Nicht von der Kotenstachelmakrele, sondern weiblicher kalifornischer Lippfisch. Kelpfisch. Kelpfisch. Seku! Auf Wiedersehen! Oh, die sehen so süß aus! Ah, und die haben so eine Nase, die kann man so drücken. Kann man das mal in der Nase gerade? Ich habe so ein Quietschen gehört. Hab nur, dass ich im Kopf gehabt, oder? Ich glaube, dann ist das... das nee. Ich sehe das doch jetzt viel wieder. Habt ihr auch so ein Quietschen gehört, oder ist das meine Stirnhülle? Ich... Mach ein Foto vom nackten Schleimer. Ja, ich ziehe mich... Nee, das ist im Spiel. Das ist nicht meine Stirnhülle, die dieses Fiepen macht. Ja, okay, dann bin ich ja beruhigt. Seku reiten, aber auf jeden Fall. Aber erstmal hier runter. Da wurden wir ja schon gespoilert hier. Hier macht auch noch irgendwas Geräusch. Okay, eine haben wir. Das ist wenigstens ein Anfang meiner Theorie, dass hier drei versteckt sind irgendwo. Also ich brauche hier länger als 2 Stunden für, das weiß ich jetzt schon. Aber gut, wir sind ja nicht auf der Flucht hier.
So, Seku reiten. Müssen wir unbedingt machen. Was ist denn da? Gar nichts. Das sah so aus, als wäre da was. Dann gehen wir da mal runter. Das sind ja eh diese Kühe. Aha, komm zu mir. Zu mir, Seku. Na komm her, du. Meine Kuh. Komm, wir nehmen dich da. Aus am Bild für die Götter. Ich finde die so süß. Das quietschen war mein fehlendes Klickgeräusch. Meistens, das holt mich jetzt ein. Nee, noch nicht. 20.52 Uhr. Wir sind um 19 Uhr angefangen. Also, oder 19.30 Uhr sind wir angefangen oder 20 zu streamen. Also, das sind die zwei Stunden ja noch nicht mal voll. Und schon gar nicht so reine Aufnahmezeit. Ach was, guck mal. Es ist ein Hammerhai hier. Mit dem. Vielleicht müssen wir auch den Ankerketten einfach mal folgen. Weil eben haben wir auch was Neues am Ende einer Ankerkette gefunden. Ein Zebrahai. Ich brauche dringend den Seku zu Hause. Ich würde den ganzen Tag nur die Nase drücken. Ich habe der Vermutung, bei der Übersetzung ins Deutsche sind diverse Missgeschicke passiert. Darum ist die Nautilus eine Seeschnecke und der Mondfisch ist ein Adlerrochen. Etwas schade, aber sonst macht mir die Reise mit Valkoi Spaß. Kann sein, dass da vielleicht, wobei sowas übersetzt man sich am besten, würde ich sogar wahrscheinlich am besten in der Wikipedia versuchen. Also, okay, pass auf, ich meine, dass wir drei Nautilus brauchen. Und einer hing am Ende von so einer Kette, da vorne geht eine Kette rein ins Licht und da geht eine Kette ins Licht rein. Und ich denke mir mal auch, so wird ein Schuh draus. Das ist nur die Frage. Gibt es hier irgendwo ein Nicht-Zurück oder so? Wo wir haben zwei von diesen Sonden. Lass uns doch erstmal beides aufmachen hier. Ja, wo die Kette geht, da komme ich auch bestimmt wieder zurück. Das will ich mal stark hoffen, dass ich hier wieder zurückkomme. Nicht, dass ich hier irgendwo was verschließe, oder ich in irgendeinen Sog komme. Das wäre nicht so. Wow, was ist das denn? Cool. Oh oh. Da können wir die Kette einziehen. Oh, wer weiß, was dann passiert. Da ja kein gutes Gefühl bei. Wir gucken uns aber erstmal um hier. Was leuchtet denn hier so unverschämt? Hell? Ich suche da hier eigentlich einen Nautilus. Okay, sehe ich jetzt keinen. Dann gucken wir uns erstmal das da drüben an, bevor ich hier die Kette zurückziehen lasse. Nicht, dass mir das alles hier einstürzt gleich. Was passiert denn dann hier? Der zieht hier dran. Daraufhin wird da unten eine Kette hochgezogen. Die da liegt. Die geht dahin weiter. Die geht dahin. Die wird wahrscheinlich nur eingebuddelt sein. Ich kann das überhaupt gar nicht abschätzen, was denn hier passiert. Und da drüben wird dran gezogen. Ein einziges Geziehe wird das hier. Na, wie gesagt, ich möchte es ja auch nicht kaputt machen. Doch, das müssen wir aber wohl. Weil sonst geht die Tür nicht auf. Weil die Türen kriegen wir ja von alleine nicht auf. Ein passendes Gedicht. Oh, das machen wir noch. Das machen wir noch in dieser Folge. Alle dranbleiben. Kommt ein Gedicht.
Okay. Mir fehlt hier was. Ein Gedicht von dreimal schwarzer Kater. Egal ob Makrele, Hai oder Rochen, Well hat den Fisch schon gerochen. Well findet doch fast jeden Typ von Wahl. Die Ankerkette leitet ihn tief zum Tal und der Chat rät zum Seekuhreiten. Am besten zu allen Sehenswürdigkeiten. Doch Well ist sehr schlau. Sein neuer Channel heißt jetzt Valkyrie TV. Sehr geil. Dankeschön. Ja, die Zeit ist immer mal. So viel Zeit. Zeit für ein Genürig muss immer sein. Okay, dann ja, ziehen wir da in der nächsten Folge mal an der Ankerkette. Ich werde jetzt aber trotzdem gleich nochmal kurz, ganz kurz mal eben offline hier ein, zwei Sachen abschwimmen, weil eben, ganz ehrlich, mir schwant irgendwie so, dass mir hier irgendwas, ich habe hier garantiert irgendwas übersehen. Das sieht doch schon danach aus, dass ich irgendwas übersehen hätte. Oder? Meinungen dazu? Gucken wir mal. So, dann in der nächsten Folge wird dann direkt an der Kette gezogen. Da bin ich mal gespannt, was hier alles einstürzt. Vielleicht stürzt ja auch nicht nichts ein und es öffnet sich nur die Tür. Das kann natürlich auch sein. So, ach so, wenn man die Tauchentaste nicht drückt, dann ist man halt so langsam. Gut, bis dann. Tschüss.